La mattina mi sono alzato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato invaso un partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 un partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire la sua montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Delle genti che passeranno, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Delle genti che passeranno mi diranno che bel fiore. Delle genti che passeranno, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Delle genti che passeranno mi diranno che bel fior. Delle genti che passeranno mi diranno che bel fior. Questo fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo fiore del partigiano, morto per la libertà. Giordano mi vedrai danzare spirito nel buio, brillanti nell'oscurità, come una festa in paradiso, gioia nel mondo a te dovunque sei, che accendi spirito nel buio, senti il tuo cuore adesso è sulle cime. E accende spirito nel buio. Yeah! Oh, aber ich möchte nun mal kein Herrscher der Welt sein, denn das liegt mir nicht. Ich möchte weder herrschen noch irgendwen erobern, sondern jedem Menschen helfen, wo immer ich kann. Den Juden, den Heiden, den Farbigen, den Weißen. Jeder Mensch sollte dem anderen helfen, nur so verbessern wir die Welt. Wir sollten am Glück des anderen teilhaben und nicht einander verabscheuen. Hass und Verachtung bringen uns niemals näher. Auf dieser Welt ist Platz genug für jeden und Mutter Erde ist reich genug, um jeden von uns satt zu machen. Das Leben kann ja so erfreulich und wunderbar sein. Wir müssen es nur wieder zu leben lernen. Die Habgier hat das Gute im Menschen verschüttet. Und Missgunst hat die Seelen vergiftet und uns im Paradeschritt zu Verderb und Blutschuld geführt. Wir haben die Geschwindigkeit entwickelt, aber innerlich sind wir stehen geblieben. Wir lassen Maschinen für uns arbeiten und sie denken auch für uns. Die Klugheit hat uns hochmütig werden lassen und unser Wissen kalt und hart. Wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig. Aber zuerst kommt die Menschlichkeit und dann erst die Maschinen. Vor Klugheit und Wissen kommt Toleranz und Güte. Ohne Menschlichkeit und Nächstenliebe ist unser Dasein nicht lebenswert.
Aeroplane und Radio haben uns einander näher gebracht. Diese Erfindungen haben eine Brücke geschlagen von Mensch zu Mensch. Die erfordern eine allumfassende Brüderlichkeit, damit wir alle eins werden. Millionen Menschen auf der Welt können im Augenblick meine Stimme hören. Millionen verzweifelter Menschen, Opfer eines Systems, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unschuldige zu quälen und in Ketten zu legen. Allen denen, die mich jetzt hören, rufe ich zu, ihr dürft nicht verzagen. Auch das bittere Leid, das über uns gekommen ist, ist vergänglich. Die Männer, die heute die Menschlichkeit mit Füßen treten, werden nicht immer da sein. Ihre Grausamkeit stirbt mit ihnen. Und auch ihr Hass. Die Freiheit, die sie den Menschen genommen haben, wird ihnen dann zurückgegeben werden. Auch wenn es Blut und Tränen kostet. Für die Freiheit ist kein Opfer zu groß. Soldaten, vertraut euch nicht Barbaren an. Unmenschen, die euch verachten und denen euer Leben nichts wert ist. Ihr seid für sie nur Sklaven. Ihr habt das zu tun, das zu glauben, das zu fühlen. Ihr werdet gedrillt, gefüttert, wie Vieh behandelt und seid nichts weiter als Kanonenfutter. Ihr seid viel zu schade für diese verirrten Subjekte. Diese Maschinenmenschen mit Maschinenköpfen und Maschinenherzen. Ihr seid keine Roboter, ihr seid keine Tiere, ihr seid Menschen. Bewahrt euch die Menschlichkeit in euren Herzen und hasst nicht. Nur wer nicht geliebt wird, hasst. Nur wer nicht geliebt wird. Soldat, kämpft nicht für die Sklaverei, kämpft für die Freiheit. Im 17. Kapitel des Evangelisten Lukas steht, Gott wohnt in jedem Menschen. Also nicht nur in einem oder einer Gruppe von Menschen. Vergesst nie, Gott lebt in euch allen. Und ihr als Volk habt allein die Macht. Die Macht, Kanonen zu fabrizieren, aber auch die Macht, Glück zu spenden. Ihr als Volk habt es in der Hand, dieses Leben einmalig kostbar zu machen. Es mit wunderbarem Freiheitsgeist zu durchdringen. Daher im Namen der Demokratie, lasst uns diese Macht nutzen. Lasst uns zusammenstehen. Lasst uns kämpfen für eine neue Welt. Für eine anständige Welt. Jedermann gleiche Chancen gibt, die der Jugend eine Zukunft und den Alten Sicherheit gewährt. Versprochen haben die Unterdrücker das auch, deshalb konnten sie die Macht ergreifen. Es war Lüge, wie überhaupt alles, was ihr euch versprachen, diese Verbrecher. Diktatoren wollen die Freiheit nur für sich, dass sie voll von Gott bleiben. Lasst uns diese Ketten sprengen, lasst uns kämpfen für eine bessere Welt. Lasst uns kämpfen für die Freiheit in der Welt. Das ist mein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt. Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz. Lasst uns kämpfen für eine Welt der Sauberkeit, in der die Vernunft siegt. In der Fortschritt und Wissenschaft und alles zum Segen gereicht. Kameraden, im Namen der Demokratie, dafür lasst uns schreiten! Ritzt die Morgenrot dahin, sieh ich dich im Strahlenmeer, dich du hocherhabene Herrliche. Wenn der Abend fiend sich rötet, bietet freie passo da me.
puoi toccarmi, ma puoi cantare, sì, sopra i tetti e le case. Insieme per ballare per la pace in tutta la, su tutta la terra. Chiediamo l'obbedienza alla Costituzione e disobbedire alla dittatura. Sono norme illegali, illecite, naziste. Saranno giudicati da una nuova Norimberga. Vi invito a disobbedire tranquillamente, perché disobbedire significa obbedire alla Costituzione svizzera. Grazie. E ci sono quattro righe che potrete trovare tutti. E ho pensato anche ai 700 anni di lavoro per costruire la democrazia più vecchia del mondo. E che cosa si cerca quando si costruisce una democrazia in 700 anni? La libertà nella responsabilità. La prima cosa che il Consiglio federale, il primo atto di divieto, è il primo, è esattamente la prima cosa che fai per creare una dittatura. E noi abbiamo ereditato, non so da dove, siamo stati fortunati di essere nati qua e di poter pensare e di poter dire quello che sentiamo e che abbiamo potuto elaborare in così tanti anni. La libertà nella responsabilità non ce la deve insegnare il Consiglio federale. I nostri anziani non li abbiamo mai buttati giù nella valle, li abbiamo sempre curati, e mi chiedo perché qualcuno viene a dire che dobbiamo salvare i nostri anziani. Un'altra cosa che mi sono reso conto è che non c'è nessun partito politico che considera la morte parte dell'umanità. Se noi non possiamo morire, abbiamo un problema. Se noi possiamo morire, non abbiamo nessuna paura di vivere. Questa è la cosa fondamentale. Grazie. Io sono felicissima di vedere così tanta gente da ogni parte della Svizzera. Ho partecipato già all'Istal perché credo in questo movimento. Io voglio abbattere tutte le dittature che ci sono e voglio parlare soprattutto a nome delle nonne. Io sono una nonna di tre bambini. Io voglio difendere i bambini. Non si possono metterci la museruola per non farli respirare. Sono contro tutto questo tipo di dittatura e voglio che i nostri bambini siano liberi, liberi di correre, di abbracciarsi, di riunirsi, di ritrovarsi e non davanti a questi computer tutto il tempo con queste pseudo lezioni che la dittatura vuole che si facciano. Evviva i nonni, evviva i nostri bambini! Was aber ganz wichtig ist, ist, wir sind die dritte Welle. Das heisst, wir sind die, die jetzt in der terza Onda, terza Onda. Das heisst, wir sind die, die jetzt die Veränderungen herholen können. Und darum machen wir jetzt miteinander. Wenn wir miteinander im Urkreiser sind, die Wellen, die wir weitergehen lassen, von da wie ein Epizentrum, raus in die ganze Schweiz und in die ganze Welt. Saluti italiani, saluti amici della lingua italiana. Io sono Grigionesa. Hallo Deutschwitzer, ich habe auch Deutsch, ich habe auch
Also, ich möchte euch etwas sagen. Ich bin heute 68. Vor 50 Jahren habe ich hier in Lugano, Klinik San Rocco, meine erste Ausbildung, also meine erste Stelle als Schwesterhilfe im Klinik San Rocco im Altersheim. Und ich bin heute noch 50 Jahre später im Altersheim. Und ich muss euch etwas sagen. Io sono venuta prima 50 anni alla Clinica San Rocco di Lugano per imparare la lingua italiana. Io sono adesso 68 anni, sono ancora nella CIRA e lavoro ancora, faccio infermiere di notte. Also, ich möchte etwas sagen. In der Altersheim sind in den letzten 50 Jahren 100% gestorben. Wenn 5 gestorben sind, sind 5 nachgekommen. Die sind auch gestorben. Ah, dito che il prossimo 50 anni ha visto che quando sono lavorato alla casa di vecchia, 100% sono morte. 100%. Quando 5 sono morte, sono 25 nuove e queste sono anche morte. Per prima 50 anni io avevo gente di 100 e 103 anni, oggi anche sono 100 e 103 anni. Non hanno cambiato niente, solamente la politica. E io sono adesso, no per la maschera, no per la Impfung. Also, ich sage, in den letzten 50 Jahren habe ich die Leute gesehen, ich habe überlebt, ohne Impfung, ohne Grippeimpfung, und ich will es auch weiter. So, wer noch mich noch arbeiten lässt, auf der Nachtwache muss ich keine Maske tragen. Wenn ich zum Klienten gehe, tue ich sie selbstverständlich auf. Quando lavoro nella casa dei vecchi, sicuramente io non ho maschera, perché io sono sola della notte, ma quando io vado dalla gente, metto sopra maschera per corto, perché la faccio la cosa corretta. Also, amici, noi siamo qui per la libertà. Io sono ogni per la libertà. Un momento ancora. Primo, posso anche dire qualcosa. Prima 150 anni sono stato il tempo di Buonaparte. E queste sono venute 85.000, sono venute dalla guerra della Francia, sono venute in Svizzera. Also vor 150 Jahren sind 85.000 von der Frankreich geflüchtet in die Schweiz zum Schutz suchen. Der Bundesrat war dagegen gewesen. Und es hat stattgefunden mit einer grossen Humanität der Leute. Questa grande humanità della gente, tutte le gente della Svizzera, ma al Ticino no, hanno aiutato queste 85.000 persone. E io sono qui oggi per questa umanità verso il Bundesrat. Ciao insieme. Hallo Dani, wir sind heute in Lugano auf der Demonstration. Ich habe dich hier angetroffen. Ich möchte mit dir gerne über die Abstimmung sprechen am 13. Juni. Was gibt es da für eine Abstimmung und die Welt schaut vermutlich also auf die Schweiz. Kannst du etwas darüber berichten? Wir befinden uns hier in der Sonnenstube vor der Schweiz. Man sieht es im Moment nicht so, aber es ist wiederum ein wichtiger Punkt, der da jetzt ist. Weil wir haben jetzt noch etwa 1,5 Monate Zeit, um gewisse Sachen zu verhindern. Das ist einerseits das Covid-19-Gesetz und das ist das Anti-Terror-Gesetz, wo auch ganz wichtig ist, dass die beiden nicht kommen, respektive abgelehnt werden. Mit dem ganzen Covid-Gesetz haben wir die Problematik, dass die Gesundheitsdiktatur, die wir jetzt schon haben, aufrechterhalten werden kann und noch verschärft werden kann. Das müssen wir verhindern. Das ist ein Punkt, der auf keinen Fall dürfen kommt. Und mit dem Antiterrorgesetz haben wir das Problem, dass eben die Schweiz sich so Freiheiten rausnimmt, dass sie dann quasi wie eine Diktatur mit einem Polizeistaat gemischt wird. Das sind einfach Sachen, die in einer direkten Demokratie im Zusammenhang mit Menschen, die freiheitsliebend selbstdenkend sind und so weiter, ein absolutes No-Go. Wenn Menschen da sind, die lieber halt selber studieren, die anders denken, als was der Mensch indoktrinieren will, dann haben wir dort ein Problem. Das sind einfach Sachen, die dürfen nicht kommen. Und darum ist es ganz wichtig, dass die beiden Gesetze am 13. Juni abgelehnt werden. Hallo liebe Susi, heute sind wir in Lugano bei
einem regnerischen Wetter, aber es ist so schön, so viele fröhliche Menschen zu treffen. Genau, und das, der Regen, der reinigt uns ja so wunderbar und es ist ein Segen für die Natur. Und es ist jedes Mal eine so große Freude hier mit diesen Menschen zusammen sein, weil man sieht, alle Menschen, die reagieren, die handeln mit Herz und das sieht man in ihrem Gesicht. Die Leute strahlen und es ist nicht ein käufliches Strahlen, sondern es kommt vom Herzen. Und wir wissen ja auch, dass wir mit unserem Handeln auch etwas, also alles, was wir tun, hat ja dann eine Wirkung. Und ich denke, diese Leute, die sind vom Bewusstsein her schon so erweitert, dass die das merken da, dass das jede Handlung hat eine Gegenhandlung. Und es ist wie ein Volksfest, jedes Mal da zu sein. Und ich bin so stolz, dass ich jetzt trotzdem von der also Ostschweiz, von Schaffhausen, bis ins Tessin gekommen bin, einfach um die Tessiner noch zu unterstützen. Ich dachte, das ist einfach so wichtig und ich bin richtig stolz und habe auch noch gesehen, Lugano ist ja eine wunderschöne Stadt, die sich lohnt, näher zu betrachten. Wunderbar, danke vielen herzlichen Dank, Susi. Bis zum nächsten Mal. Gern geschehen, danke. Hallo Roland, wo sind all die Musiker hin? Wo sind sie nur geblieben? Das ist eine gute Frage, eine sehr gute Frage sogar, die ich mir auch schon sehr lange stelle. Und auch in Facebook auch schon Aufrufe gestartet habe und gefragt habe, Leute, Musiker, wo seid ihr in der Schweiz? Warum wehrt ihr euch nicht? Warum kommt ihr nicht raus? Und wehrt euch gegen das Kultursterben, gegen das krasse, gegen die Wandfahren der Kunst- und Kulturszene. Warum kommt ihr nicht raus, ihr Musiker? Die Frage stelle ich mir schon ganz lange. Ich merke bei mir selber, ich wollte einen Song schreiben, auch über diese ganze Zeit, jetzt aktuell auch mit meinem Sohn. Wollte ich als Intro eine Einleitung ihn sprechen lassen. Papa, wann ist denn das alles mal vorbei? Wann können wir wieder Eis essen gehen? Und ich merke, bei mir ist die kreative Energie sehr down, die ist sehr am Boden und das bringt diese Zeit mit sich. Aber auch natürlich meine die Arbeit im Widerstand, dass ich da jetzt im Moment meine Hauptfreizeit investiere und auch einbringe. Ja. Ja. C'est qu'un bateau qui mène au pays des rêves. Bah oui, il fait chaud, le ciel n'a pas son pareil. Tu sais qu'au bout de cette terre, oui, les gens s'aiment. Des milliers de graines de joie comme poussent ici la haine. On m'avait dit, petit gars, la bande t'enlève tes chaînes. On te donne une vie sans jeter dans l'arène. Comme ici, tout petit après 9 mois à peine. Te plonge dans une vie où tu perds vite haleine. Alors sans hésiter, j'ai sauté dans la mer. Rejoindre ce vaisseau et voir enfin cette terre. Là-bas trop de lumière, j'ai dû fermer les yeux. Rien que les odeurs remplissaient tous mes voeux. I just wanna be free in this way. Just wanna be free in my world. Vivere per libertà. Vivere la libertà. Se courber pour la laisser passer. Elle m'emmena au loin avec une douceur sans fin. Ses boucles dorées dégageaient ce parfum qui depuis des années guidait ce chemin. Ton chemin, mon chemin, le chemin. I just wanna be free in this way. Just wanna be free.